Mit der Grundsteinlegung am Dienstag, den 2. August, haben die Verantwortlichen einen weiteren Schritt auf das neue Dienstgebäude der Polizeiinspektion Cloppenburg-Vechta hin unternommen. Richtfest für das Projekt an der Bahnhofsstraße 62 soll im Frühjahr 2017 sein. Der Bezug der Räume ist bis Ende 2017 geplant. Die Baukosten dürfen, so der CDU-Landtagsabgeordnete Clemens Große-Macke, bis zu 8 Millionen Euro betragen. Federführend bei dem Vorhaben ist das staatliche Baumanagement Osnabrück-Emsland.